3, 2, 1, 0. The liftoff of the Atlas V. Hallo miteinander. Ich bin Leon von Focus Terra und wir sehen hier den Start von InSight in 2018. Diese Mission erforscht zum ersten Mal das Innere des Mars. Kaum zu glauben, aber dadurch erfahren wir nicht nur mehr über den Mars, sondern auch mehr über die Entstehung und Entwicklung unserer Erde. Denn während unser Planet durch die Verschiebung von Erdplatten ständig verändert wird, fehlt ein solcher Prozess auf dem Mars. Dadurch blieben geologische Spuren seiner Vergangenheit bis heute auf ihm erhalten. InSight ermöglicht daher einen Blick zurück in die Frühzeit des Mars und auch in die Frühgeschichte der Erde. So erfahren wir auch generell mehr über die Entstehung unseres Sonnensystems. Aber was braucht es, um in das Innere eines festen Planeten hineinblicken zu können? Was hier so einfach geht, funktioniert auf dem Mars leider nicht. Wir können nicht einfach ein Stück aus dem Mars heraussprengen oder tief in ihn hineinbohren, da dies zu aufwendig und zu teuer ist. Und jetzt? Wer schon einmal einen Knochen gebrochen hat, hat nebst Schmerzen ein ähnliches Problem. Wie schaut man in den Körper hinein, ohne ihn aufzuschneiden? Genau, man macht ein Röntgenbild. Dazu durchleuchten Wellen den Körper. Etwas Ähnliches wollen wir nun auf dem Mars machen. Allerdings nicht mit Röntgenstrahlen, sondern mit Erdbebenwellen. Nein, natürlich Marsbebenwellen. Seit über einem Jahr messen wir Marsbeben. Die Daten sind wirklich toll. Wir haben schon ganz viel... So weit sind wir noch nicht. Stimmt. Bevor wir zu den Daten kommen, müssen wir uns natürlich zuerst überlegen, was wir alles schon über unser Missionsziel wissen. Im Zeitalter der Raumfahrt haben wir auch damit begonnen, Marsgesteinsproben zu untersuchen. Allerdings stammen diese Proben nicht von Missionen, sondern von Marsmeteoriten. Sie entstehen, wenn der Mars von einem größeren Objekt getroffen wird und dabei Stücke vom Mars ins Weltall hinausgesprengt werden. Diese Stücke können dann auf der Erde einschlagen und von Forschenden als Meteoriten untersucht werden. Aber wie findet man heraus, dass ein Meteorit vom Mars stammt? Im Meteorit hat es Gasbläschen, deren chemische Zusammensetzung analysiert wird. Diese Analysen werden dann mit Gasmessungen direkt vom Mars verglichen, wie ein Fingerabdruck von einem Tatort. Da Marsmeteoriten sehr selten sind, sind sie extrem wertvoll und teuer. Aber die wissenschaftliche Erkenntnis ist die Investition wert. Dieser Mars-Meteorit wurde im Jahr 1998 in Libyen gefunden. Es handelt sich um einen sogenannten Schergotit. Schergotite sind vulkanische Gesteine des Mars. Wenn wir solche Proben untersuchen, können wir mehr über den Vulkanismus auf dem Mars erfahren. Wie viel kostet der eigentlich? 1000 Euro pro Gramm. Brauchst du den noch? Außerdem haben zahlreiche Lander und Rover Analysen auf dem Mars selbst durchgeführt. Allerdings waren all diese Analysen stets auf die Mars-Oberfläche fokussiert. Und sind wir mal ehrlich, wir alle wissen, dass es auf die inneren Werte ankommt. Und genau diese inneren Werte untersucht InSight. Auf zum Mars! Wir schreiben das Jahr 2016 und sind nun bereit für den Start von InSight. Cut. Der Count. Was, Cut? Der Start ist verschoben, es gibt ein Problem mit dem Seismometer. Wir schreiben nun den 5. Mai 2018 und sind bereit für den Start von InSight. Alle Probleme wurden behoben. Unser Ziel ist ein sauberer Start, gefolgt von einem reibungslosen Flug mit einer sanften Landung. Das ist gar nicht so einfach. Bei etwa der Hälfte der bisherigen Mars-Mission ging irgendetwas schief. Die Rakete explodierte beim Start, die Rakete konnte den Erdorbit nicht verlassen
Die Raumsonde hatte zu wenig Treibstoff, um den Mars zu erreichen. Die Raumsonde flog am Mars vorbei. Die Raumsonde landete auf dem Mars, aber zerschellte bei der Landung. Oder die Raumsonde landete sanft auf dem Mars, sendete jedoch kein Signal. All dies möchten wir natürlich bei InSight vermeiden. Der InSight Lander befindet sich in einer Kapsel zuoberst auf einer Atlas V-Rakete. Die Rakete hebt ab, die Kapsel löst sich vom Rest der Rakete und nur die Kapsel fliegt tatsächlich zum Mars. Wir überwinden die große Distanz von 450 Millionen Kilometern. Wir fliegen nicht direkt auf den Mars zu, sondern dorthin, wo der Mars bei unserer Ankunft in 6,5 Monaten sein wird. Um erfolgreich landen zu können, muss die Kapsel stark abbremsen. Das geschieht zuerst beim Eintritt in die Marsatmosphäre, wobei viel Reibungswärme entsteht. Danach öffnet sich ein Fallschirm, der die Kapsel weiter bremst. Der Hitzeschild fällt ab, der InSight Lander wird aus der Kapsel entlassen und zündet seine Triebwerke, um sanft aufzusetzen. Und jetzt feiern die Leute im Mission Control Center eine perfekte Landung auf einem anderen Planeten. Und während sie feiern, wird auf dem Mars fleißig gearbeitet. Der Lander entpackt sich. Die Sonnensegel werden ausgefahren, um die Stromversorgung sicherzustellen. Und was macht man an einem neuen Ort? Genau, man macht ein Selfie. Nicht das, sondern dieses natürlich. Also eigentlich macht man ständig Selfies. Hier noch ein staubiges. Bei uns ist es zum Glück kein Problem, den Staub von den Sonnensegeln wieder wegzukriegen. Aber auch auf dem Mars ist die Stromversorgung für den Lander und seine Messgeräte nach wie vor sichergestellt. InSight's drei Hauptexperimente messen auf dem Mars, was ein Arzt bei einem Patienten misst. Puls, Temperatur und Reflexe. Ein Seismometer zeichnet die Wellen von Marsbeben auf. Eine Wärmeflusssonde misst die Wärme, welche aus dem Planeteninneren kommt. Und zwei Antennen beobachten, wie wackelig sich der Mars um seine eigene Achse dreht. Das Seismometer und seine Schutzhülle sowie die Wärmeflusssonde hat der Lander auf dem Marsboden platziert. Das Seismometer kann so direkt am Planeten horchen und wird, auch dank der Schutzhülle, nur minimal von Wind, Temperaturschwankungen und Vibrationen des Landers gestört. Wir schauen uns das Seismometer noch etwas genauer an, denn Teile davon wurden bei uns im Haus am Departement Erdwissenschaften der ETH Zürich entwickelt. Und die seismischen Daten sind wirklich fantastisch. Ein Seismometer ist übrigens ein Messgerät, das Erschütterungen des Bodens aufzeichnet, wie hier bei uns im Museum. Erschütterungen können nicht nur durch Beben entstehen, sondern zum Beispiel auch durch Meteoriteneinschläge. Die Erschütterungen sind das Resultat von Wellen, welche von ihrem Auslöseort durch das Innere eines Planeten hindurchlaufen. Auf ihrem Weg nehmen die Wellen Informationen über den Aufbau des Untergrunds auf. Was das Seismometer aufzeichnet, ist also eine Art Reisebericht der Wellen über das Innere eines Planeten. Forschende schließen aus diesem Bericht auf die Eigenschaften der Gesteinsschichten, durch welche die Wellen gelaufen sind. Zum Beispiel, ob die Gesteine fest oder flüssig sind. Und los geht's! Am 6. April 2019 hat InSight das erste Marsbeben gemessen. Die Erschütterungen wurden in Töne übersetzt, damit wir das Beben auch hören können. Man hört ganz deutlich den Unterschied zwischen Erschütterungen ausgelöst vom Wind, vom Marsbeben und am Schluss vom Entladearm des Landers. Seit diesem ersten Marsbeben wurden hunderte weitere aufgezeichnet. Bei der Auswertung der Daten haben Forschende bereits zwei unterschiedliche Typen von Marsbeben entdeckt. Erstens schwache und untiefe Beben in der Marskruste und zweitens stärkere Beben, welche in größeren Tiefen auftreten und mit 10 bis 20 Minuten sehr lange dauern. Die Marsbeben vergleichen Forschende mit Erdbeben sowie mit Mondbeben, welche vor 50 Jahren im Rahmen der Apollo-Mission aufgezeichnet wurden. Auf dem Mond wie auch auf dem Mars registriert man bei Sonnenuntergang jeweils viele kleine Beben. Ob da wohl auf dem Mars die Marsmenschen wild feiern? Nein, natürlich nicht. Die Beben haben wohl damit zu tun, dass bei Sonnenuntergang die Temperaturen auf der Mond- und Marsoberfläche stark abnehmen und damit Spannungen im Gestein entstehen, die sich in Form von kleinen Beben abbauen. Anhand der tieferen Marsbeben konnten Forscher auch einiges über den Zustand des Marsmantels herausfinden. So scheint es im Mantel eine Zone zu geben, durch die gewisse Bebenwellen ungestört hindurchlaufen können, andere Bebenwellen aber abgelenkt und abgebremst werden. Solche Eigenschaften hätte zum Beispiel teilweise geschmolzenes Gestein. Um noch mehr zu erfahren über diese Zone und noch tiefere Bereiche,
wie zum Beispiel den Marskern, brauchen wir mehr Daten, auch von den anderen Instrumenten des Landes und von Laboruntersuchungen auf der Erde. Nach einem erfolgreichen Start, einem reibungslosen Flug, gefolgt von einer perfekten Landung und tollen Marsbebenmessungen, kommen wir dem Hauptziel von InSight immer näher. Die Kombination aller Messungen soll ein Gesamtbild des Marsinneren liefern. Wir warten gespannt auf neue Insights von InSight.